Kieran Culkin tritt aus dem Schatten seines Bruders. Macaulay Culkin erlangt mit seiner Hauptrolle in dem Film Kevin allein zu Haus große internationale Berühmtheit. Mit der weihnachtlichen Komödie wagt auch sein jüngerer Bruder Kieran den Schritt ins Schauspielbusiness, allerdings weniger erfolgreich. Aber das scheint sich im Erwachsenenalter endlich zu ändern. Zurzeit räumt der Schauspieler einen Preis nach dem anderen ab. Für die Dramaserie Succession gewinnt er in diesem Jahr nicht nur einen Emmy, sondern auch einen Golden Globe. In seiner Dankesrede für den Award erklärt er: "Ich war vor 20 Jahren für einen Golden Globe nominiert. Und als dieser Moment vorbei war, dachte ich irgendwie, dass ich nie wieder in diesen Raum zurückkehren werde. Es ist schön, aber ich habe mich irgendwie damit abgefunden, dass ich nie auf der Bühne stehen werde." Aber darin irrt sich der Paperman-Star offenbar und feiert jetzt große Erfolge. Mittlerweile ist Kieran also viel mehr als nur der Bruder von Macaulay.